Ich habe den Dankbarkeitsbrief an meine Mutter geschrieben und ich finde halt einfach, dass man für jede Kleinigkeit einfach dankbar sein sollte und einfach mal auch für die Menschen, zu den Menschen Danke sagen, die auch einfach immer für einen da sind. Also ich habe ja einfach allgemein Danke für alles geschrieben. Einfach für das Essen, was sie mir immer macht, das Dach unter dem Kopf, also über dem Kopf, ja. Sie hat sich sehr gefreut und sie fand es sehr süß von mir. So, ich habe mich auch selber gefreut, dass sie sich eben so gefreut hat. Ich würde schon öfters jetzt Danke sagen für die Kleinigkeiten im Leben. Bin kommunikativ, ich bin zielstrebig und ich bin auch teamfähig und hilfsbereit. Ich habe geschnuppert bei einem Hotel und dann habe ich, weil ich halt einfach so zielstrebig war, eine Lehrstelle bekommen, einfach ins Gesicht gesagt bekommen, ja, du hast die Lehrstelle. Man sollte einfach eben kommunikativ sein, ein offener Mensch, würde ich sagen, einfach und nicht zu schüchtern. Also wenn man so eine piepsige Stimme hat beim Bewerbungsgespräch, dann ist das jetzt nicht so toll. Und einfach immer hilfsbereit sein. Also bei jeder Kleinigkeit, wo man helfen kann und an Nachfragen immer. So, man muss halt teamfähig, weil einfach du wirst immer im Team arbeiten müssen, auch wie selbstständig. Und einfach freundlich sein und ein gutes Aufkommen, gute Kleidung.